Assalamualaikum. Mein Name ist Michael Pröbsting. Ich bin Sprecher der revolutionär-kommunistischen Organisation zur Befreiung. Ich bin hier, weil ich sage, egal ob Österreicher, ob Syrer, ob Türke, ob Bosnier, wir müssen alle gemeinsam für die Freiheit und für den Kampf gegen die Diktatur von Assad uns solidarisieren und gemeinsam kämpfen. Ob Christ, ob Moslem, ob Jude, ob Atheist, internationale Solidarität. Wir dürfen nicht vertrauen auf die Mächtigen. Die USA sagen heute, dass Assad ein Verbrecher ist. Das stimmt. Aber 1991 haben die USA gemeinsam mit Assad und der syrischen Armee Krieg gegen den Irak geführt. Und genauso waren die USA lange Zeit der beste Freund von Gaddafi und haben Erdölgeschäfte mit ihm gemacht. Die Freiheit kommt nicht durch die NATO-Bomben, sondern durch den Kampf des Volkes und die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Die einfachen Menschen, die Arbeiter, die Bauern, die Studenten, sie haben in Tunesien den Diktator zu Fall gebracht. Sie haben in Ägypten den Diktator zu Fall gebracht. In Libyen und die Nächsten heißen Assad und Saleh. Gemeinsam, international, für wirkliche Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für eine Welt ohne Diktatoren, Mächtige und Reiche. Gemeinsam Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien!